und haben wir es gekauft. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Jo, meine kleinen Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal mit Brille. Ich habe mich dazu entschieden, endlich mal was mit Brille aufzunehmen. Ich habe jetzt kein Problem für euch. Und ich war bei Saturn und haben mir das gekauft. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr denkt, was es ist. Ich habe mir nämlich die Nintendo Switch gekauft. Ja. Yeah. Ich habe mir so die letzten paar Monate irgendwie gar nichts gegönnt und habe mir gedacht, gut, holst du dir mal die Nintendo Switch. Jetzt kommt wieder das altbewährte Küchenmesser. Hier übrigens diesmal mit dem Handy auf. Einfach aus dem Grund, weil die Qualität mir von der Kamera mir letztes Mal einfach nicht gefallen hat. Und wir werden jetzt das Siegel durchschneiden. Und können sie danach nicht mehr zurückgeben. Jetzt gehört sie uns! Übrigens dazu das Spiel Zelda, 70 Euro. Gucke ich mir auch gleich nochmal an, aber wir gehen, glaube ich, erstmal auf die Nintendo Switch ein. Ich bin so doof, die ganze Scheiße hier auf Krampf aufzumachen. Hä? Da muss ich das irgendwie umdrehen? Das war falsch rum. So sieht die Vorderseite aus. Und das ist das gute Stück. Hier haben wir einmal die Joy-Con-Controller und dann haben wir die Nintendo Switch. Ich muss sagen, der Bildschirm an sich sieht schon echt klein aus. Aber es ist ein Touchscreen und sieht schon auf jeden Fall anders aus als die anderen Nintendo-Konsolen. Und hier haben wir den rechten Joy-Con. Und ich muss sagen, und hier den linken. Und ich hatte die Nintendo nämlich auch eben bei Saturn in der Hand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Sticks hier. Guck dich mal meinen Daumen an und guck dich mal den Stick an. Es ist echt klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber an sich wirken die schon recht gut verarbeitet. Aber die Controller, also ich werde mir auf jeden Fall den Pro-Controller holen. Mit den Joy-Cons werde ich nicht so oft spielen. Höchstens, wenn ich unterwegs bin. Aber an sich wirken die ein bisschen labbrig, die Joysticks. So gesehen, eigentlich sind sie in Ordnung, nur die Joysticks sind halt ein bisschen labbrig. Der ist angenehmer. Warum auch immer. Gut, räumen wir die erstmal zur Seite. Dann können wir mal das Gerät an sich raus. Ihr müsst auch mal überlegen, die komplette Technik, womit ihr auch das Ding am Fernseher betreibt, ist in diesem kleinen Ding drin. Ne? Das ist die Nintendo Switch. Das ist die komplette Konsole. Hier kommen die Controller ran und hier ist einfach mal, da ist alles drin. Der Prozessor, die Grafikkarte bzw. Grafikeinheit, die das Ganze steuert und auch auf dem Fernseher später überträgt. Ich muss sagen, das finde ich echt, ich finde das echt beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein kleiner Tablet und kann mehr, würde ich mal so sagen. So, hier haben wir bestimmt, ja, Moment. So, hier haben wir dann den Controller-Adapter für die Joy-Cons. Hier steht auch nochmal, seht ihr vielleicht in dem Licht, Nintendo Switch drauf. Da müsste man jetzt einfach, so sieht das dann aus. Also die gar nicht so schlecht in der Hand. Nur wie gesagt, die Joy-Cons an sich sind ein bisschen sehr klein. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich habe auch relativ kleine Hände, nur große Daumen habe ich. So sieht das Ganze aus. Einmal von oben und von hinten. Hier oben haben wir nochmal was für die Schlaufe. Für eine Handgelenkschlaufe. So, dann haben wir hier einmal... das sind die Schlaufen für die Controller, falls wir die Controller mal so benutzen. Hier sind dann nochmal oben diese Tasten. Die sind nochmal größer dran. Also nochmal groß, weil die Joy-Cons kannst du nämlich jeden einzelnen, kannst du auch noch als einzelnen Controller benutzen. Falls ihr mal zu zweit spielen wollt, spontan. Dann haben wir hier bestimmt den Adapter. Die Docking Station, sag ich jetzt mal, für die Nintendo Switch zum Fernseher. So sieht das ganze Stück aus. Einfach nur ein riesengroßer Würfel, würde ich jetzt mal behaupten. Hier unten ist der USB-Typ-C-Anschluss. Da kommt das Ding dann rein. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus hier. Unten ist irgendwie nichts dran. Hier haben wir einmal zwei USB-Slots. Und hier haben wir so einen kleinen Kabelkanal an der Seite.
Pick machen wir auf hier. Du kannst das nämlich runterklappen. Und dann haben wir hier einmal HDMI, USB und der Strom. Für Strom, fürs Aufladen. So, dann können wir hier für den Kabelkanal können wir das einmal durchstecken. Das finde ich eigentlich ganz nice. Damit, ich bin sowieso nicht so ein Ordnungsfreak, dann passt das eigentlich ganz gut. So, hier haben wir die Anleitung. Also nicht so wichtig. HDMI-Kabel und Stromkabel. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon ziemlich groß. So ein Ding. Aber das war's. Mehr ist nicht in dem Karton. Das war's mit den Sachen, die drin sind. Dann packen wir den Controller mal zur Seite und gucken uns mal den Bildschirm etwas genauer an. So, jetzt habe ich mal die Controller an die Switch gemacht. Das wäre jetzt so dieser portable Modus. Jetzt haben wir hier schon. Ist das ein Annäherungssensor? Das ist ein Annäherungssensor, sieht zumindest so aus. Hier haben wir Krümel schon. Ich muss sagen, die sieht jetzt schon um einiges größer aus. Schalten wir sie doch mal an. Auf der anderen Seite. Später soll es auch für die Nintendo Switch ein Update geben für Netflix und Co. Hat schon vibriert gerade. So, das wäre jetzt hier zum Einrichten. Deutsch, Europa, belegt, wichtig ist aufmerksam durch, bevor du die Konsole verwendest. Okay, wichtige Informationen. Okay. Weiter. Jetzt sucht er schon mit dem WLAN. Gut, ich richte die dann jetzt in Ruhe ein und guck sie mir gleich entspannt nochmal an, wenn wir da sind. Dann können wir nochmal, dann schließe ich auch die Nintendo Switch, die Docking Station an und dann können wir uns das einmal über den Fernseher angucken. Wir sehen uns gleich. So Leute, wir kümmern uns jetzt um das Spiel, während meine Nintendo Switch ein Update macht. Ja. Ich habe da hinten schon mal die Docking Station angeschlossen. Wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall erstmal in Ruhe um das Spiel. So, hab das jetzt mal von der Folie befreit. Jetzt machen wir das gute Ding mal auf. Und wow, man erwartet jetzt hier irgendwie sowas wie von der PSP oder so, so eine Disk, weißt du? Und dann kommt hier einfach mal so eine SSD-Karte. Scharfstein bitte. Ah, jetzt. Jetzt kommt da einfach mal so eine SSD-Karte. Alter Schwede, Leute. Was ist das? Man erwartet echt so... Hier, ich weiß nicht mehr, wie die von der PSP heißen. Das könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, aber... Diese kleinen CDs von der PSP erwartet man und dann kommt einfach so eine SD-Kartengröße. So, ich hätte schon wieder nicht scharf. So. Aber ich muss sagen, finde ich derbe nice, weil dadurch kann man sich die ganzen Spiele auch gerne mal mitnehmen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir das Spiel anspielen. Bis gleich. So, meine Kartoffelfreunde, wir sind jetzt auf der Couch. Ich habe den Controller in der Hand. Und wir spielen jetzt ganz kurz Zelda an. Ich habe jetzt alle nötigen Updates gemacht und ich habe jetzt alles getan, was nötig ist, um das Ding endlich zum Laufen zu kriegen. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier anfängt. Also es ist schon mal echt geil, die Docking Station. Einfach reingesteckt, bupp, hat er auf dem Fernseher ausgegeben, fertig war. Es war also gar keine große Kunst, die ich da gerade hatte. Schlaf weiter, Link. Ich hoffe, man kann das richtig gut sehen. Und vielleicht auch ein bisschen hören. Wie gesagt, ich gucke mir jetzt nur kurz die Anfangssequenz an und dann beende ich das Video auch. Ich denke mal, jetzt können wir schon spielen, okay. Interessant, Steuerung. Da können wir gleich mal gucken, was auch immer Amiibo ist. Nein, Kameraempfindlichkeit, bisschen schneller. Oder das war eigentlich in Ordnung so.
Also es geht auf jeden Fall. Es ist nicht irgendwie komisch mit den Joy-Cons oder so. Also die reagieren auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Also die heißen Joy-Con-Controller. Aber ich denke mal, ich werde dieses Video jetzt beenden. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr, ja, ich wollte gerade sagen, mehr von diesem Video sehen wollt, wird aber schwierig, weil ich ja leider nicht so viel Geld habe und mir nicht so oft sowas leisten kann oder nichts gesponsert kriege. Trotzdem, falls euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben und in die Kommentare, was immer ihr möchtet. In dem heute könnt ihr mal schreiben, was ihr wollt. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.